Hallo liebe BVB-Fans und willkommen hier im wunderschönen Seattle. Denn genau hier beginnt in diesem Jahr für unsere Jungs die USA-Sommertour. Ja, Ovo, du bist ja schon 2 Tage hier. Was hast du denn bislang schon Spannendes hier erlebt? Roman, eigentlich überhaupt nichts. Was? Aber für unsere Jungs wird's bestimmt spannend und das zeigen wir euch jetzt. Seattle, Metropole im Nordwesten Amerikas. Emerald City, die Smaragdstadt. Eine Hommage an das viele Grün in der Region. Für ein paar Tage wird das Stadtbild allerdings deutlich schwarz-gelber sein. Oh, it's going to be good. It's been a good start. We had a good night's sleep and it seems like everything's under control. A lot of happy people, so we are ready to get started. Easy training later and then we get going. Training am VMAC, dem Gelände der Seattle Seahawks. Die Anlage der Footballer sorgt beim gesamten BVB-Tross für große Augen. Ausmaße, Ausstattung und Ausblick sind einfach nur beeindruckend. Nach der Arbeit das Vergnügen, Sightseeing in Seattle. Ob Amazon Headquarter, Fischmarkt, Bootstour oder Spaziergang am Pier, der BVB trägt die schwarz-gelben Farben in die Stadt. Ja, mega. Hat richtig viel Spaß gemacht, einfach mal einen neuen Eindruck einfach mal zu gewinnen, direkt von Amazon hier. Und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt den Fisch schwerer vorgestellt, aber es hat sich Spaß gemacht und ich glaube für die ganze Crew hier, denen hat es auch Spaß gemacht, das haben wir gesehen und es war ein tolles Erlebnis. They did pretty good. I naturally thought that they would be good at catching or blocking for sure. The throwing part they gotta work on. Ja, ich denke, man sieht sowas nicht alle Tage, vor allem nicht in Deutschland. Also ja, ist interessant, auch mal die Stadt kennenzulernen, wo man jetzt gerade ist. Und ja, ist gut. It's nice to be here. We had a good trip last season. But it's nice and yeah. The circumstances is pretty. Und während die Mannschaft Seattle an Land und auf dem Wasser erkundet, geht unser Nobby in die Luft. Erkundungstour der besonderen Art in einem Wasserflugzeug. Der sportliche Höhepunkt, das Gastspiel bei den Seattle Sounders. Austragungsort ist das berühmte CenturyLink Field, eines der lautesten Stadien der Welt.
Und die Fans der Sounders gelten als die stimmungsvollsten der gesamten Liga. Fast wie zu Hause in Dortmund. Denn auch die Begeisterung für den BVB ist riesig. Wenn die Amerikaner was machen, dann machen die es richtig. Und zwar auch heute wieder mit der Hymne und mit dem ganzen Feuerwerk und so. War cool, muss ich sagen. Ja. Ja, geil. Hat Spaß gemacht, denke ich. War fast ausverkauft. Und jetzt nach dem Spiel auch sind noch so viele Zuschauer hier geblieben, wo wir noch unsere Läufe gemacht haben. Von daher war es sehr schön. Ja. Roman, da hast du echt recht gehabt. Da war mal richtig was los. Und dann noch das geile Spiel. 3-1 gegen Seattle. Was will man eigentlich mehr? Ja, aber das war gerade erst der Anfang. Morgen geht es ja weiter nach Southbend und da treffen wir auf Kloppo. Und da wird es nochmal richtig spannend. Das glaube ich auch. Also, los. Let's go. Southbend, Indiana. Keine aufregende Metropole und dennoch glanzvoll. Denn hier ist die traditionsreiche University of Notre Dame beheimatet. Der Campus ist Trainings- und Spielort für die Borussia. Nach der Einheit heißt es Fußball trifft Football. Kenny Moore und Matthias Farley von den Indianapolis Colts wollen sich die Chance auf ein paar Bälle mit den BVB-Profis nicht entgehen lassen. Schwupps, und schon sind wir in South Bend. Wie geil ist bitte dieser Campus von der Notre Dame University? Und was hier natürlich los ist, ist auch richtig cool. Aber ein bisschen warm, oder? Mega beeindruckend, der Campus. Aber die Hitze natürlich, da kommen wir auch ordentlich ins Schwitzen. Aber ja. Es macht eine Menge Spaß und ich freue mich mega jetzt schon auf das Spiel, weil es wird das Highlight sein in der Vorbereitung des BVBs. Und ja. Mega Kracher. Und weißt du, das Beste ist, morgen geht es auch noch nach Chicago. Schon wieder weiter. Ja, das stimmt. Aber das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also hier könnt ihr jetzt ein paar Eindrücke sehen. Der absolute Höhepunkt der US-Tour 2019. Das Spiel gegen Champions League-Sieger Liverpool FC. Verbunden mit einem Wiedersehen mit Jürgen Klopp. Erstmals in der 177-jährigen Geschichte der altehrwürdigen University of Notre Dame findet hier ein internationales Fußballspiel statt. Oh my gosh, there's Götze. Oh my gosh, there's Hummels. Oh my gosh. Nah, it's great just to see these, just to see these guys in person and actually do like what they came to do.
tough game today. The weather was very humid, so it was hard, but we got there in the end and it's a good win, so I'm very happy. Die Leute bedanken sich, dass wir hier gekommen sind und das ist, mehr kann man nicht zurückbekommen. Nach dem 3:2-Sieg und einer kurzen Nacht steht die letzte Station auf dem Programm, Chicago. Ob Puma Store oder ComplexCon, noch einmal zeigen sich die Profis ihrer schwarz-gelben Fangemeinde. Die Leute wissen, wer der BVB ist und es ist immer mehr Aufmerksamkeit da, was gerade einfach generell im Kommen ist, auch in Amerika. Und ich finde es gut, dass wir da auch vertreten sind. Und die Fans, glaube ich, bekommen gut vermittelt, was Borussia Dortmund steht. Und deswegen ist das für alle eine gelungene Reise gewesen. Borussia Dortmund in den USA. Unvergessliche Momente für Mannschaft und Fans. Eine nicht nur sportlich erfolgreiche Tour zu 1.909%. Das war's mit der BVB USA Sommertour 2019. Roman ist schon auf dem Weg Richtung Flughafen, deswegen muss ich mich alleine von euch verabschieden. Es hat uns auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, natürlich auch dem Roman. Und ich hoffe, ihr hattet fantastische Einblicke und Eindrücke dieser Tour. Der BVB hat eine riesen Visitenkarte in den USA wieder abgegeben, hat sich hier gut verkauft, ist gut angekommen. Und Roman und ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.